Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, Freunde, jetzt geht's endlich weiter. Tja, fast 2 Wochen krank gewesen. Halskratzen. Ist vielleicht immer noch ein bisschen da, aber ich habe gesagt, nein, ich will jetzt und es muss weitergehen und ich habe Lust. So. Und ja, ich hoffe, dass alles so passt. Warte mal, ich muss kurz gucken. Es dürfte eigentlich nichts passiert sein. Klar, gab's wieder. Mit irgendein komisches Update von vom OBS. Aber gut, ich denke mal, es passt trotzdem. Ich habe schon mal vorher ein bisschen wieder alles soweit eingestellt. Und wir haben ja die Quest, dass wir hier diese, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, irgendwas mit die Gütige, ne? Sind wir ja letztens stehen geblieben, dass wir die im Waisenhaus töten wollten. Wir gehen einfach rein. Seinen Pflichten entzieht, bekommt eine extra Tracht Prügel. Habt ihr mich verstanden? Ja, Lord. Und noch eins. Ich will nichts mehr über Adoptionen hören. Keiner von euch Gören wird adoptiert werden. Weder jetzt noch später. Keiner braucht euch und keiner will euch haben. Darum, meine Lieblinge, seid ihr hier. Und darum werdet ihr immer hier bleiben, bis zu dem Tag, an dem ihr volljährig werdet und in die weite, schreckliche Welt davongejagt werdet. Und was sagt ihr nun? Wir lieben euch, Danke für eure Güte. Schon besser. Und jetzt fort mit euch, ihr Gossenblagen. Ja, jetzt ist die Frage, gehen wir einfach hin, schlachten sie, oder? Psst, du siehst mich nicht, geh weiter. Konstanze! Ja, Grelot? Ich kann Samuels dauerndes Gerede von seinen Eltern nicht ertragen. Okay. Sie werden kommen und mich holen. Ich bin nur vorübergehend hier. Der Junge muss sein Schicksal akzeptieren. Schon gut, schon gut. Ich kümmere mich darum. Wir sollen sie töten. Tja, okay, also. Genug! Ja, ist doch. Geh weg. Gut. Dann sollen wir Bericht erstatten. Nur, wo sollen wir Bericht erstatten? Ist das hier? Nee, hier nicht. Ach, hier, bei den Typen, genau. Pass auf, da gehen wir schnell hin. Machen wir schnell Reise. Oh, Leute, ich muss auch erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Bin ich ganz ehrlich. Wie gesagt, es ist jetzt eine lange Zeit. Und. Aber wir schaffen das schon, wir schaffen das. Das kriegen wir alles hin. Mal noch ein kleines Wort zu den letzten, ja, fast 2 Wochen. Waren es 2 Wochen? Nicht mal ganz, oder? Ja, die Sally hat das doch gut gemacht, oder? Perfekt. Also, einmal frei. Ah, nee, war es ja auf alt. Mein Gott, ey. Jedes Mal die Steuerung, ne? Jedes Spiel hat eine andere Steuerung. Und ich erzähle euch hier gleich noch was. Jedenfalls. Ja. Super, ne? Also einmal frei hat das die Sally gemacht und ich habe die Kamera ein bisschen runter, weil ich meistens immer so vorgehe. Warum auch immer, ich weiß nicht, so ein Tick.
Und ja, das war richtig geil, ne? So. Und? Grelot die Gütige, ist sie... Ihr wisst schon. Ich wusste, dass ihr es schafft. Ich wusste es einfach. Ich wusste, dass die dunkle Bruderschaft mich retten würde. Mhm. Hier, wie versprochen. Das sollte euch ein nettes Sümmchen einbringen. Und danke. Vielen Dank nochmal. Abgeschlossen. Ja, nun. Familienerbstück. Ehrlich, du gibst mir dein Familienerbstück? Ja, das lasse ich aber da. Tja. Gut. Das heißt, wir hätten die Quest jetzt fertig. Jetzt ist die Frage, nein, da wollten wir nicht hin. Was machen wir als nächstes? Der beste Freund eines beschaffe dir mit Barbas Hilfe die Axt der Reue. Okay. Optional. Warte mal, sprich mit Kurtlack Weißmine, beschaffe dir den Kopf einer Schluchtweiherhexe. Ah ja, das war ja das. Sprich mit Marvin. Bringe die Steine von, das ist klar, das ist die Sammeldings. Nach Einsamkeit wollen wir noch nicht. Töte General, das ist, glaube ich, die beiden sind ja die DLCs-Quests, ne? Das muss ich mal sagen. Das fand ich, oder finde ich, in Skyrim, finde ich das ein bisschen doof gelöst, ne? Dass du ja alle Quests ja einfach in eins hast. Und anstatt man da auch schon so Unterkategorien gemacht hätte, ne? Wie zum Beispiel Hauptquest, Nebenquest, Quests der Diebesgilde, Quests der was weiß ich und hast du nicht gesehen. Weil das ist... Töte den Drachen, finde das Schwert des Roten Nahe, besuche den Schrein von Azura, bringe ein Mammutstoß. Okay. Pass mal auf, weißt du, was wir jetzt machen? Map? Ich weiß nicht, können wir gleich von hier aus reisen? Ich glaube nicht, ne? Wir gehen mal schnell nach Weißlauf und ich glaube, wir haben da... Ja, das war klar. Aber wir haben da einen Mammutstoßzahn drin. Irgendwo hatten wir einen her. Und kann auch sein, dass wir den vielleicht bei uns im Haus haben. Nochmal, jetzt müssten wir doch reisen können, oder? So, wir gucken einfach mal. Wir haben ja noch unser Häuschen. Haben wir ja auch noch. Hatten wir auch schon gebaut. Können wir natürlich noch ein bisschen mehr machen, ist klar. Aber ich hatte ja gesagt, jetzt hier 10, 15 Folgen nur vom Hausbau machen. Das ist jetzt auch nicht der ganze Sinn. Was macht ihr denn so? Ich hab ganz sicher keine Angst vor euch. Ja, ja, die steht jetzt garantiert hier drin, aber so. Jung, Mädchen, Hunde, oh, herrlich, hab ich's dir nicht gesagt? Hab ich's dir nicht gesagt? Junge, ne, herrlich. Immer wenn jemand mit dir redet, steht er dann drin, wenn du reingehst. So, jetzt müssen wir mal gucken. Nach einem Mammutstoßzahn. Ich hoffe, dass sie das im die Elder Scrolls 6 ein bisschen besser gelöst haben. Auch was die Truhe angeht. Dass man da suchen kann. Ja, das ist ja hier HJKLM. Mein Gott. So, Mammutrüssel. Nee, hier haben wir keinen, siehst du? Hier haben wir absolut keinen Mammutstoßzahn. Nun, haben wir vielleicht unten noch? Wir wissen ja, unten sind ja noch ein paar, die ein bisschen... Mein Gott. Hier, warte, hier geht's los. Nee, hier haben wir auch keinen. Stahlpfeil, alter Notfall, silberne Pla, Amulett, Halskette. Gott, wie viel wir hier in der Kiste haben, alter Falter. irgendwo hatten wir doch einen Stoßzahn gehabt. Mensch. Nee, okay, hier ist schon mal keiner drin. Haben wir vielleicht einen im Inventar? Warte mal, Objekte? Wir müssen mal sonstiges... Oh, wir sind ja sogar fast voll. Ah, das ist jetzt... Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Die ganzen Steine und das... Ich weiß nicht. Das wollten wir eigentlich alles bei uns im Haus. Okay, pass auf, wir gehen mal rüber zu unser Haus. Und schauen da mal nach. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern. Aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Ja, ich habe diese Notiz. Ich weiß nicht. Ein unheimlicher Kerl, schwarze Robe. Sein Gesicht konnte ich nicht sehen. Hat mir aber ein hübsches Sümmchen gezahlt, um euch das zu übergeben. Das war's dann wohl. Ich muss los. Gut,
Ich kann es mir schon denken, von wem. Das wird wahrscheinlich die dunkle Bruderschaft sein. Ja. Dadurch, dass wir ja die Quest bei dem Jungen gemacht haben, weiß ich ja noch, vom PlayStation-Zeiten her, ihr wisst ja, ich habe das ja lang und breit erzählt, das ist... Ja, Haus am Seeblick. Haus am Seeblick oder so ähnlich. Dass ich da schon mal bei der dunklen Bruderschaft war. Und ich... Ist da jemand? Wo ist er denn? Hä? Ja, wo denn? Glaub's doch wohl. Ah, guck einmal an, die Tricksäcke. 17 auch nicht. Da kommen die einfach hier zu mir ins Haus. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, haben wir die auch erledigt. Aber die Conny sagte ja damals schon, dass ja, ich dann nicht immer allein sein werde. Und... Ja, das sind halt immer wieder welche kommen. Tja, ich würde sagen, tada, da waren schon mal die ersten. Alter, dieser Vogel. So, gehen wir mal rein. Und zwar, was wollte ich? Wir wollten gucken, ob wir irgendwo eine Truhe haben. Hier. Leer. Okay, die ist leer. Hier ist alles leer. Oh, Behältnisse. Beistelltisch, Schrank, eine Truhe. Gut, dafür brauchen wir natürlich die ganzen Materialien, das ist klar. So, was haben wir hier hinten? Hier haben wir noch nichts. Was hat man im Keller? Ich weiß gar nicht, hat man da schon irgendwas gebaut gehabt? Willst du mich verarschen? Weißt du, da bist du mal eine Woche im Urlaub, da kommst du heim, hast du nur das Viehzeug im Haus. Könnte ja wohl nicht wahr sein. Ach, nee. Gut, hier unten ist aber auch nichts mehr. Kann man den Keller noch ausbauen? Ich weiß es gar nicht. Na gut. Krass. Alter, ehrlich, krass. Nur eine Woche nicht da und schon... Könnte ja wohl nicht... Das ist... Hammer. Ehrlich, da bin ich echt baff. So, hier haben wir nichts. Toll. So, dann gucken wir mal hier in das Türmchen. So, da kommen wir nämlich ganz oben hin. Was wollten wir denn? Verzauberungsturm war das, ne? Das heißt, da müssen wir irgendwie einen Verzauberungstisch reinbringen. Hä? Achso. Na gut, wir wollten den Mammutstoß. Aber wie gesagt, eigentlich wollte ich ja... Pass auf, wir machen das so. Das ist nämlich jetzt die ganze Zeit die Überlegung. Wie machen wir das? Wir haben hier eine Truhe. Wir schmeißen da einfach erstmal alles rein. Später kann ich ja dann... Ich. So, warte mal. Wie geht denn das jetzt auf R ablegen? So, das können da rein. Die Dietriche nicht. Die Seensteine können da rein. Granatstein. Karte der Drachengräber. Kinderpuppen, der Krug, Rubin, Smaragd, Steilbrochen nehmen wir mit raus. Die können wir nicht rein. Okay, winziger Seenstein, Armloser, Wolfspelz. Okay, das Wolfspelz hätten wir eigentlich auch da lassen können. Die Schlüssel können wir alle hier lassen. Die Karten, Besitzurkunde, Brief des Vogts. Hatte ich nicht irgendwie eine Notiz gekriegt gehabt? Ich habe keine Ahnung. Wenn ich jetzt so gucke, dann gucke ich da links auf dem Monitor. Also nicht wundern, warum ich so rüber gucke. Ich sitze sehr nah am Monitor übrigens. Das sind Zutaten, die will ich auch nicht. So, warte mal hier, das kann doch hier. Das Bier kann weg, frisches Fleisch, Pferdefleisch. Das kann alles rein hier, braucht man nicht.
Schriftrollen. Die kann man gut für Geld machen. In der Diebesgilde, wohl gemerkt. Zaubertränke, Bekleidung. Was haben wir hier? Das können wir alles noch verkaufen. Deswegen hatte ich das ja eigentlich alles noch drin, ne? Richtig. Nee. Wir haben eine Axt, die können wir auch verkaufen. Oh, wir haben so viel zum Verkaufen, wisst ihr das? Und Zwergenpfeile, warte mal. Die Zwergenpfeile packe ich mal alle weg. Stahlpfeile, die können wir mitnehmen. Spitzhacke lassen wir drin. Die orkische Pfeile lassen wir mal hier. Es geht ja jetzt Nesselfluch. Gewicht 10. Pack mal weg. So, den Nesselflug will ich auch nicht verkaufen. Gut, so, da haben wir das. Jetzt muss ich mal... Ich glaube, so einen Mammutstoßzahn haben wir doch nicht. Das war, glaube ich, der Mammutrüssel. Ach, verdammt. Mann. Hallo? So, was haben wir hier? Bärenpilz? Wir brauchen... Nee, siehst du? Haben wir absolut nicht drin. Eine Holzfäller-Axt. Hm. Veredelt, veredelt. Ne, so, warte mal, hier hat man noch einen Stahlbarren irgendwo hier. Der kann da mal mit rein. So, ja, jetzt müssen wir noch gucken, dass wir den ganzen restlichen Kram verkaufen. Karte? Wir gehen zur Diebesgilde. So, mal ganz schnell dahin. Vielleicht haben wir Glück und die Alte hat wieder Haufen Kohle, dass wir ein bisschen was machen können. Boah, ist das laut. Mein Gott. So, dann haben wir das auch schon Stufe 26. Mir noch gar nicht aufgefallen, dass wir schon so hoch sind. Naja, kannst du mal sehen, ne? Ach, da hinten. Wollte schon sagen, ist ja wie ausgestorben hier. So, die zersplitterte Flasche. Ja, mit dem Licht und das alles muss ich mir auch wieder dran gewöhnen. Glaubst du es? Na, es ist nun mal so. Such dir nach Arbeit. Nö, ich habe hier noch Arbeit. Willkommen und wenn ihr zusätzliche Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Ja. Wie fährst du? 1000. So, pass mal auf jetzt. Machen wir erstmal hier die. Hier, das hier. Sauber. Da haben wir schon mal was. Gut. So, Bekleidung. Sehr schön. So, jetzt hat sie noch 88. Können wir die zwei Dinger noch weg? Boah, hier, Alter, die Halsketten. Da willst du mich verarschen. Die hat so viel Kohle, ehrlich. So wenig Kohle, meine ich. Die hat nicht mehr so viel Kohle, das wollte ich sagen. Mein Gott, ey. Kunde. Dietrich kannst du verkaufen, Karte. So. Bis zum nächsten Mal. Ja, Rinjaun. So, wie machen wir das mit den Quests, dass wir die Diebesgilde aufbauen? Braucht ihr ein paar Sept... Dann habe ich... Ihr sagt also Brynjol... Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Zutaten. Ja, nee, das war... Ja, gut. Ja. Auch wenn ihr einer von uns seid, macht ihr lieber keinen Ärger. Ich kenne ja eure Quellen nicht. Aber die letzte Skoma-Lieferung... Wie wär... Langweilt ihr euch? Würdet ihr etwas für mich erledigen? Ich hatte halt Glück. Na schön. Aber wenn ihr verhaftet werdet, schiebt die Schulden nicht auf mich. Okay, geht nicht. Ich habe gehört, ihr habt zusätzliche Aufträge. Ne, ich habe gehört, dass ihr zusätzliche Aufträge habt. Zurück. Wollen wir da jetzt einen machen oder wollen wir erstmal weiter abarbeiten? Ich kümmere mich um Einbruch, Denunziation, Ausräumen und Raubüberfälle. Meistens muss man dazu irgendwo einsteigen. Wenn euch solche Arbeit nicht zusagt, wendet euch an Delvin. Bei ihm geht es etwas direkter und, sagen wir, persönlicher zu. Einbrüche? Erzählt mir etwas über... Über das Ausräumen. Raubüberfälle. Ganz ehrlich, habe ich jetzt. Nehmt noch einen Auftrag an, damit wir bald. Habe ich absolut keine Lust gerade drauf. Gut. Dann haben wir hier das hier mit diesen Mammutstoßzahn erstmal nicht. Finde die Energiequelle in Angerwunder. Besuche das Museum von Dämmerstern. Tritt der kaiserlichen Armee bei, töte den Drachen und finde das Schwert. Ach man. Huch, in höchster Not finde die Rotwardane. Ganz ehrlich, such dir nach Ab.
das machen wir jetzt. Wir suchen jetzt die Rotwardornen. Die müsste ja in Weißlauf sein. Das ist wiederum das Problem. Wer ist die Rotwardornen? Aber irgendwie müssen wir es hinkriegen, dass wir... Huch. Ich muss mal gucken, wie viel ich heute schaffe. So spät ist es nämlich noch nicht. Vielleicht schaffe ich ein paar Folgen. Also Leute, gleich von vorne weg. Ich nehme auf jeden Fall ein paar mehr auf. So, dass wir erstmal haben. Weißt du? So, mach mal auf hier den Kasten, Junge. Ich bin auferstanden von den Toten. Hallo. So. Das heißt, finde die Rotwardornen, die ist in Weißlauf. Aber wo da, ne? Weißt du, ich hab... Wir gucken noch mal kurz ins Questlöckchen rein. Hier. Eine Gruppe, die sich selbst die Arlika nennt, ist auf der Suche nach einer Rotwardronen. In Weißlauf. Ich finde die Rotwardronen. So, ich würde mal sagen, die hat kein Zuhause. Deswegen ist vielleicht nachts gar nicht mehr so schlecht. Oh, entschuldige. Geht ihr auf die Jagd? Auf den Ebenen vor Weißlauf. Bitte sagt, dass ihr etwas über meinen Sohn erfahren habt. Seid gegrüßt, Stammesgenosse. Was ist denn? Könnt ihr den Anblick einer starken Nordfrau ertragen? Ihr sucht meinen Gatten Nasim? Da seht ihr am besten im Hinterteil des Jalna. Dort kriecht er derzeit für gewöhnlich herum. Seid Reisender. Okay, die sind schon mal nicht. Als das Kaiserreich sich dem Altmeri-Bund ergab, brachte es Schande über uns alle. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Ich weiß nicht, wo die Rotwardornen sein soll, ehrlich. Ihr und ich, wir sind hier die Einzigen, die nicht vollkommen verblödet sind. Schau mal, Junge. Ich verbringe so viel Zeit mit den Toten, dass ich manchmal vergesse, wie sehr ich die Gesellschaft der Lebenden vermisse. Okay, das ist jetzt natürlich, das ist ein bisschen schwierig. Moin. Drüben in Rifthorn wurde jemand ermordet. Eine ehrlich? Eine Dame, die ein Waisenhaus geleitet hat. Das muss diesen armen Kindern das Herz gebrochen haben. Ja, hat es. Die armen Kinder. Party! Gut. Das haben sie gemacht. Die haben sich gefreut. So, Freunde. Ja, die Rotwardornen. Soldaten leben. Moin. Aber wenn ich meine Tochter in den Armen halte. So, zeig mal her. Wie soll das Haus? Ihr glaubt nicht, wie schwer das ist? Welt aus gemischten Waren. So eine Rotwardornen zu finden. Haus von Olava der Schwachen. Mann, ich möchte ja nirgendwo einbrechen. Deswegen, wir haben es am Morgen. Huch. Ach komm, scheiß drauf. 5 Stunden, komm. Mach mal hin, ja. Wir müssen die... Ich möchte die unbedingt finden. Toll. Überall kannst du nur einbrechen, weißt du? Ist doch blöd, ist das doch. Da! Ich mache mir Sorgen um die anderen Siedlungen im Fürstentum. Da hat der hackt Holz und verhaftet den. Der hat mich erschrocken. Ein ideales Ziel für diese verdammten Drachen. Was benötigt ihr, mein Freund? Ihr macht euch ja keine Vorstellung. Die Hälfte der Männer von Weißlauf haben um meine Hand angehalten. Darunter sogar Junggesellen. Sie werden es nie verstehen. Weder Unmengen an Blumensträußen noch honigsüße Worte werden mich umstimmen. Im Augenblick zählt für mich nur meine Tochter Mila. Kein Mann wird sich zwischen mich und mein kleines Mädchen stellen. Okay, vergesst nicht, täglich frisches Obst und Gemüse zu essen. Die besten Stücke aus frisch erlegtem Wild. Sobald ich durch den Handel mit Khajiit-Karawanen genug Geld verdient habe, kaufe ich Hulda die beflaggte Meere ab. Na dann, das ist doch schon mal was, oder? Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Hi. Ihr seht etwas blass aus. Könnte sich um eine Ataxie handeln.
Die ist zu Hause in Cyrodiil ein ziemliches Problem. Okay, was kann ich dagegen tun? Hat die jetzt nicht mit mir gesprochen? Ah, dann seid ihr also ein Alchemist? Ja. Krankheit heilen. Ich kauf's dir mal ab. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Danke. Bitte entschuldigt, aber haben wir da einen Fall von Rüttelfieber? Dagegen habe ich etwas. Die macht mir Angst, ich gehe hier raus. Oh, geht's? Ich weiß gar nicht, ob es mir gut geht. Mein Gott, ey. Oh, sehe ich wirklich so blass aus? Kann auch das Licht sein. Also vorhin habe ich noch Farbe gehabt, wo ich mich rasiert habe. Oh. Ich suche immer noch die Rotbadonnen. Ja, gucken wir mal in gemischten Waren. Gemischten Waren. Mein Gott, ey. Stehlen. Wieso stehlen? Hier wohnt doch eh keiner mehr. Aber letztens war hier noch einer drin, ne? Der hat beschimpft. Ja, macht euch raus hier, sonst rufe ich die Wachen. Ja. Aber hier ist hier keiner mehr. Schatulle ist leer. Ist auch krass, wie die so hier leben, hier, oder? Also wenn ich hier nochmal klauen sollte im Wert von, da weißt du, wo du hingehen kannst. So, das haben wir alle schon mal 10.000 Mal gelesen. Wir finden diese Rotwadorne nicht. Ich meine, klar, ihr wisst es wahrscheinlich schon wieder, wer das ist, wenn ich da genau suchen muss. Was ist denn das hier eigentlich für ein Haus? Die beflaggte Meere. Kommt herein. Wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Betten. Ihr seht aus, als könntet ihr einen Schluck vertragen. Falls ihr Arbeit braucht, was haltet ihr davon, ein bisschen Feuerholz zu hacken? Mit dem Stab als Einsatz. Magie ist was für Schwächlinge. Elfen, meine ich. Die bleiben unter sich in dieser Akademie in Winterfeste. Sie wissen halt, wo sie hingehören. Natürlich wäre da auch noch Faringar. Er mag zwar der Zauberer des Jarl sein, aber zumindest ist er ein Nord. Okay. Die Gefährten? In Jorvaska? Sie heuern neue Mitglieder an, heißt es. Okay. Ich habe einige seltsame Geschichten von den Kindern des Jarl gehört. Dass eines sich zum Bösen entwickelt und die anderen hässlich sind. Am besten hält man sich von ihnen fern. Ah, herrlich. Gut, alles klar. Frage nach Beikruf seltsamen Kindern. Okay. Ja, ich will aber keine Lust neuen Quests wissen, nehmen. Falls ihr sonst noch benötigt. Lust auf... Denkt ihr, ihr könntet Klinge an Klinge gegen mich antreten? Ihr würdet keine 6 Sekunden überleben. Ihr gehört... Was? Ihr hört euch an, als würdet ihr gegen etwas oder jemanden einen großen Groll hegen. Die Hitze des Gefechts ist das Feuer, das die stärksten Klingen schmiedet. Ein altes Nordsprichwort. Ja. Außerdem lässt eine wahre Nord nie eine Möglichkeit aus, sich zu beweisen. Ist das die? Ihr glaubt, dass ihr das... Warum nicht? Okay. Im waffenlosen Kampf werde ich mit jedem hier in der Stadt fertig. Ich wette 100 Goldstücke, dass ich mit eurem Fell den Boden aufwischen werde. Prügelei anfangen? Die Sache ist, ich bräuchte... Nur mit den Fäusten. Keine Waffen, keine Magie. Und kein Geheule. Los geht's. Los. Ihr hättet nie herkommen sollen. Jemand muss helfen. Dieses Lied hier ist besonders. Es ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt habe. Ragnar der Rote. Ja! Dieses Oder an Himmelsrands Beschützer.
Das Kaiservolk. Ist das alles, was ihr könnt? Dieses Lied hier ist besonders beliebt. Es ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt habe. Alter! Hat's aber in sich. Na, das nenne ich mal einen Schlag. Da habt ihr mich aber erwischt. Die sieht ein bisschen aus wie die von Game of Thrones, oder? Wie hieß er? Oh, ich komme nicht drauf. Oh, ich liebe die Serie so. Ich liebte sie so. Ach, ihr wisst, wen ich meine, oder? Die sieht doch fast genauso aus. Ist ja krass. Ich denke, ich habe mir die 100 Goldstücke verdient. Ihr habt die Wahrheit gesprochen. Der beste Kampf, den ich seit Jahren hatte. Hier, für euch. Ja, danke. Wenn ihr mal eine Klinge an eurer Seite braucht, müsst ihr nur fragen. Würde mir gern ansehen, wie ihr mit ein paar Trollen fertig werdet. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Gut. Genug geplaudert. Ach krass. Die kann ich jetzt mitnehmen, oder wie? Ja. Natürlich muss ich jetzt wieder alles anlegen. Das ist doch dämlich, ey, ehrlich. So, rechts. Rechts. Achso, da hat er gleich angelegt. Gut, Freunde, da würde ich sagen... Der Kampf des Jahrhunderts hat stattgefunden und schauen wir mal, was wir in der nächsten Folge so machen, so treiben. Oh, das war schon interessant. Und schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie die von Game of Thrones hieß, die so ähnlich aussieht wie sie. Nur mit kurzen Haaren hatte sie ja da, ne? Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!